Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Action-Haul für dich, denn ich habe heute Urlaub gehabt und habe ein bisschen bei Action eingekauft. Und es ist eine so große, schwere Tüte. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Fangen wir einfach mal hiermit an. Ja, es ist jetzt bald Karneval, also im Prinzip ist jetzt hier gerade bei uns der Freitag vor Karneval. Und an Karnevalssonntag möchte ich gerne, bei uns in der Gegend ist so ein Karnevalsumzug, da möchte ich mich eigentlich als Prinzessin verkleiden. Ist eigentlich ganz praktisch, weil ich habe ein ziemlich ultra cooles Prinzessinnenkleid und ich habe irgendwie keine Krone mehr. Irgendwie so muss das. Okay, ja, es ist eine Krone, es hat einen Schmetterling vorne drauf, das Kleid ist auch pink, also passt das. Und ein Feenstab dabei ist immer irgendwie ganz nice, ne? Ich mag's. Dann bin ich an den Duftkerzen vorbeigelaufen und da habe ich nicht nur diese ganz klassischen von Glade gesehen, also die haben die ja tatsächlich da auch immer wieder günstig reduziert. Das ist die Dancing Flowers Duftkerze, die riecht unheimlich angenehm. Sehr blumig, nach frisch gewaschener Wäsche tatsächlich, also nach Weichspüler. Sondern ich habe auch die von Fresh Cotton Aromatic gesehen. Das ist auch irgendwie so eine Firma, die dort ihre Kerzen hat. Und das ist halt richtig frisch gewaschene Wäsche. Das ist so angenehm. Ich mag das, ne? Und dann, ja, Sammy, du bist schuld, habe ich hier eine Bye Bye Smell Scent Neutralizing Candle geholt. Das ist so eine ganz, ganz coole... Die ist so schwer, richtig, ne? Also das kannst du nachher garantiert auch super weiterverwenden. Das ist halt eine Kerze, die gegen Tiergerüche rein sein soll. Sammy riecht jetzt nicht irgendwie, also das muss man wirklich sagen. Hey, Herr Wedelino, mach mal Sitz. Mach mal Sitz. So ist besser, ne? Bist du nicht so laut, Maus? Das fand ich auch ganz interessant und die war halt auch recht günstig. Ja, riecht halt auch einfach frisch, ne? Ganz angenehm. So dürfen Duftkerzen bei uns halt auch einfach riechen, das mag ich. In der Fresstheke bin ich ja ultimativ eskaliert. Also da habe ich einmal hier für uns auf der Arbeit diese belgischen Pralinen, sage ich mal, geholt, mehr oder weniger. Assortment de Chocolat von Regent Chocolate Assortment. Das sind einfach Pralinen. Die haben irgendwie 1,99 gekostet und da kannst du dann einfach die auf Arbeit stellen und da kann man sich durchschlemmen und ich mag's. Ich habe übrigens heute noch kein Mittagessen gehabt. Ich bin hungrig einkaufen gegangen. Das war ein Fehler, denn ich habe so viele Fresssachen geholt. Die sind aber irgendwie weiter unten in der Tasche. Dann habe ich Geschenkpapier geholt. Das sind diese drei. Ich glaube, die zwei waren gleich teuer. Also einmal dieses Altrosa mit diesen beigen Punkten drauf. Und dieses Kunterbunte, was ich auch irgendwie richtig geil finde. Mit einer Pfingstrose oder Hortensie oder was auch immer das sein soll. Ne? Mega geil.
Und dann noch so ein recyclingmäßiges Geschenkpapier. Sammy sitzt mir gleich schon wieder auf dem Schoß hier. Das fand ich auch ganz hübsch, ne? Mit den Blumis und so und den Blättern. Das mag ich auch gerne leicht. Ja, Sammy weiß nämlich, dass für ihn auch was mit dabei ist. Fräuchen hat immer was für Sammy mitgeholt, ja. Fräuchen ist ein gutes Fräuchen, ne? Von Herzen. Kleidung hole ich mir normalerweise nicht so oft bei Action, aber irgendwie kam ich hier dran nicht vorbei. Da habe ich dieses Schlafset gefunden. Das ist jetzt in der Größe L. Ich mag das gerne, wenn es halt einfach richtig oversized ist. Nachts, abends, wie auch immer. Und es ist halt erstmal eine Wäsche, ne? Das ist halt einfach so ein Pulli. Ist jetzt nichts Aufregendes, einfach mit Punkten, aber der ist richtig schön lang. Ja, und dann ist es einfach so eine Pyjama-Hose. Noch geiler wäre es gewesen, wenn die jetzt Taschen gehabt hätte, ne? Sowas feiere ich ja. Die ist jetzt auch ein bisschen durchsichtig und so, aber ganz ehrlich, ich meine, wann trage ich sowas? Zu Hause. Das ist mir das echt egal. Ich brauchte noch irgendwie einen schönen, weil meiner ist irgendwie... Also mein Oberteil, das ist irgendwie spackig geworden. Also mit der Zeit halt, ne? Ich habe 2 Schlafanzug-Oberteile für den Winter und eins ist irgendwie so mäh geworden. In der Maskenabteilung bin ich auch ein bisschen eskaliert. Da habe ich hier dieses Partypack geholt. Das habe ich tatsächlich auch 2-mal geholt. Denn eins davon gibt es in diesem Video natürlich zu verlosen, zu gewinnen, ne? Das scheinen koreanische Masken zu sein. Und das ist eine Ready to Glow, eine Prep and Prime, eine Plump and Fill und eine Day After Maske, was ich super passend finde. Dass du dich halt wirklich rundum pflegen kannst und dann halt wirklich von vor der Party bis nach der Party immer eine ordentliche Maske am Start hast. Finde ich extrem cool. Ne? So schauen die aus. Das sind halt 4 Masken und war halt auch erschwinglich, ne? The Day After ist auch cool, Plump and Fill. Muss man halt echt gucken, wann man die dann entsprechend trägt oder ob man da vielleicht eine von den 3 vorab verwendet oder ob man die wirklich alle 3 verwendet. Das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, dieses Set gibt es auch einmal in diesem Video zu gewinnen. Na gut, wir sind jetzt bei Sammy, weil der sitzt mir hier halb auf dem Schoß. Er hat's gerafft. Von Pinky habe ich hier 2 Hundeleckerlis geholt. Das ist einmal Chewy Sticks mit Huhn. Ja, er hat ja gerade richtig Lust drauf. Und dann sind das Steakfilets mit Ente und Fisch. Das sind die, die sind etwas weicher. Hast du Bock? Dann gibt es jetzt erstmal diese hier. Du verhungernder Hund, ja! Oh mein Gott! Du hast Ewigkeiten nichts mehr bekommen, ne? Aber warte. Nee. Willst du nicht? So Fräuchen, die das nochmal anders geben. So. Nee, die mag der gar nicht. Magst du die echt nicht? Das ganze Genöle umsonst, Maus. Hm? Die mag der nicht. Ja, so ein Nervfräuchen. Kannst du selber essen. Die kaut nur drauf rum und spuckt die dann wieder aus. Okay, das ist nicht so deins. Den auch? Nicht so seine Welt. Okay, ja, die sind nicht so gut bei ihm angekommen. Jetzt frisst er. Jetzt hast du es gegessen? Willst du noch einen probieren? Wir gucken, ob du die magst oder nicht, Maus, ne? Ja, die riechen halt auch echt nach Fleisch. Also ich kriege da gerade echt Hunger, weil ich, wie gesagt, noch nichts gegessen habe. Aber nein, der Hund darf erst was essen. So, das wurde jetzt einfach mal eingeatmet, ne? Ist okay, Maus. Ist vollkommen okay. Gut, dann haben wir hier diese Chewy Sticks. Dann machen wir hier auch mal einen von auf. Ja, da sind 3 Stück drin. Und da hast du halt so Hühnchenhaut drum zu, ne? Und da drin ist wahrscheinlich dann irgendwie so, weiß ich nicht, Haut von irgendwas. Rind wahrscheinlich. Ja, Rinderhaut, genau. Ja. Dann kannst du stiften gehen. Ciao. So, dann haben wir den kleinen Mann jetzt mal glücklich gemacht. Super. Genau, wir haben ja Ostern bald. Bald. Ist doch noch irgendwie 2 Monate hin, aber ich habe halt auch Osterdeko da gesehen. Die fand ich sehr, sehr kitschig, aber ich habe ein bisschen was gefunden, was ich schön fand, weil ich zurzeit einfach auf diese Osterhasen mit Puschelschwänzchen hier hinten stehe. Und ich wollte hier hinten den Hintergrund auch ein bisschen frühlingshafter mal dekorieren, weil es wurde sich schon beschwert, dass es zu weihnachtlich aussieht, aber ich glaube, das liegt nur an dem Baum. Alles andere ist doch gar nicht weihnachtlich, aber das kriegen wir schon hin. Genau, das ist, wie gesagt, einmal hier dieser
Hase, da waren viele, die einfach sehr, sehr unsauber geschnitten waren, muss ich wirklich sagen. Ne? Also der ist quasi einer von denen, die noch mit am saubersten waren, wo die Kanten halt auch nicht so ausgefranst waren. Dann hast du hier eine Feder, jo, nice to have, ist aber kein must have. Und das stellt man sich dann einfach so hin, ne? Und dann habe ich mir noch passend dazu den Hasen in groß geholt, weil dieses Puschelschwänzchen ist so niedlich. Es ist so niedlich. Wird hier noch alles irgendwie umdekoriert demnächst. Ja, und dann habe ich mir hier Mikrofiber Cloths, also Mikrofaser Putztücher geholt. Und zwar für meine Brille. Denn ich habe so Brillenputztücher, aber die finde ich nicht so geil. Und meine Kollegin macht ihre Brille immer mit so einem Mikrofasertuch sauber. Und die kannst du halt auch ganz normal in eine Wäsche packen. Das heißt, die werde ich mir dann immer nach und nach in die Handtasche packen oder eins auf die Arbeit legen. Und damit kann man dann halt wohl seine Brille ordentlich gut sauber machen. Finde ich richtig klasse. Und das ist jetzt hier auch eins mit so einem schönen Motiv drauf, ne? Ja, drei mit schönen Motiven drauf. Fallen dann halt auch auf zwischen den ganzen anderen Putztüchern, die wir so haben. Masken. Habe ich ein paar mitgenommen. Da sind wahrscheinlich auch noch welche irgendwie, ja, irgendwie noch mit drin, keine Ahnung. Habe ich die doch mitgenommen? Ich bin so geil. Gut, also als erstes habe ich hier ein Face Peeling und Jelly Mask. Das ist dieses Produkt von The Beauty Department. Das heißt, du machst dir erst das Gesichtspeeling drauf und danach nimmst du halt diese Jelly Face Mask, die dir mit Hyaluronsäure das Gesicht schön machen soll. Die fand ich super interessant. Face Sheet Mask von irgendeiner koreanischen Maske. Honey Extract, also mit Honig. Von der gleichen Firma eine Pearl Extract Maske. Die habe ich, glaube ich, schon oder die habe ich schon verwendet. Aber die fand ich auf jeden Fall echt gut. Also ich habe in Erinnerung, dass ich die gut fand. Gold Mask mit Hydrogel, also eine Hydrogel-Goldmaske. Finde ich auch klasse. Diese zweigeteilten Viecher, voll mein Ding. The Mask Doctor Vitalizing Spirulina Face Mask Sheet. Auch so eine koreanische Maske finde ich super interessant, dass die halt so viele koreanische Produkte bei Action haben. Deswegen durfte die auch mit. So, was habe ich noch? Haarprodukte habe ich hier. Genau, ja, Haarprodukte. Ich bin aktuell so ein bisschen dabei, meine Haarpflege so ein bisschen zu optimieren, dass ich halt auch wirklich meine Haare etwas besser pflege. Ja, irgendwie ist mir danach, ich müsste aber auch vielleicht einfach mal wieder zum Friseur. Aber ich will nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich an so einem Aufsteller vorbeigekommen, beziehungsweise das war halt im Regal ein Aufsteller. Und da haben die halt so aufregende Masken reingepackt. Fand ich wirklich interessant. Und zwar habe ich die auch zweimal mitgenommen. Hier. Einmal mit Aloe Vera und einmal mit Lotuswasser. Und zwar ist das eine Maske, eine Haarmaske, die du dir praktisch in einen Pferdeschwanz machen kannst und danach deine Haare wäscht. Also das scheint im trockenen Haar zu funktionieren. Und das fand ich so ansprechend, weil ich finde es immer so furchtbar, wenn man halt diese Aufsetzmasken hat, wo man sich vorher die Haare ganz normal waschen soll, wie bei dieser hier. Genau. Und dann halt so eine Haube drauf macht, 15 bis 20 Minuten damit durch die Gegend rennt und danach erst wieder duschen darf. Das ist irgendwie ein bisschen, naja, eher was für den Sommer tatsächlich bei mir, weil sonst wird mir kalt. Das will ich auch nicht. Das ist Oil & Care mit Arganöl, Specialated, Formulated for Damaged Hair. Genau. Für 99 Cent gab es die, glaube ich, nur. Und wenn ich mich dran erinnere, hatten wir doch damals diese ultrateuren für 6 Euro oder sowas. Fand ich voll krass. Ja, auf jeden Fall haben andere Firmen jetzt nachgezogen. Auch noch eine Haarmaske, die ich mitgenommen habe, ist von This Is It. Eine Maske Repair One Minute Miracle Mask for Reconstruction of Dry and Damaged Hair. Das ist dieses Produkt. Und ja, das wollte ich einfach mal als ganz normale, reguläre Haarmaske verwenden. Dann habe ich noch ein neues Ladekabel mitgenommen. Ich hoffe, dass dieses jetzt endlich passt. 2,5 Meter ist es lang. Micro USB Charging and Data Cable. Das ist einfach dieses hier. Gab es da, konnte man kaufen. Habe ich gekauft, weil unsere entweder auf mysteriöse Art und Weise verschwinden oder kaputt gehen. Ja. Dann habe ich noch ein bisschen Frühlingsdeko mitgenommen. Eine Metal Flower Hänger. Das ist einfach eine Metallblume, die man so hinhängen kann. Hier hinten hat das so ein Hängervieh. Und die fand ich hübsch. Ja. Handschuhe habe ich mir gekauft. Das sind richtig Lederhandschuhe. Aber ich glaube, das ist eher Kunstleder. Also hier steht Gold Leather Gloves. Also es scheint wirklich dann aus Ziegenleder zu sein. Fand ich sehr interessant, weil die nur irgendwie 6 Euro gekostet haben. Habe ich relativ groß mitgenommen. LXL, da musste ich echt für wühlen, weil ich einfach große Hände habe. Und dann brauche ich halt auch große Handschuhe. Genau, da passt bei mir einfach nicht S oder M. Das ist mir einfach viel zu klein. Und sowas kann ich halt ultra gut gebrauchen, wenn ich mit Sammy spazieren gehe. Ne? Da brauche ich halt auch wirklich Handschuhe, mit denen ich auch Grip habe. Da brauche ich keine Stoffhandschuhe oder sowas. Da brauche ich Handschuhe mit Grip, weil im Fall der Fälle brauchst du einfach Grip. Ne? Wenn, keine Ahnung, dann irgendwo anders ein Hund rumrennt oder so, dann musst du halt die Leine gut festhalten können. Die hätte ich mir fast schon sogar noch eine Nummer größer holen können. Und ja, so schauen die aus. Und das sind halt einfach so, eigentlich so richtige Mörderhandschuhe, ne? Aber ich mag die. Ich hatte sowas in
Weinrot, ne? Aber die sind halt mittlerweile auf. Die habe ich auch schon seit ein paar Jährchen. Und ja, die werden hier noch ein bisschen eingetragen. Und dann werden die auch wahrscheinlich ein bisschen softer sein. Aber ja, Handschuhe halt. Braucht man auch. Hatte ich mir tatsächlich sogar vom Christkind gewünscht und nicht bekommen. Ja. Wir haben bei uns tatsächlich ganzjährig in der Nähe vom Teich so eine Futterstation für Vögel stehen, die wir immer wieder auffüllen. Und jetzt ist unser Vogelfutter leer gegangen und ich wollte ein bisschen was Neues holen. Das ist jetzt natürlich nur mal so für zwischendurch, weil da brauchst du deutlich mehr Mengen. Wir haben das über das ganze Jahr stehen, dass die Vögel halt auch Bescheid wissen, dass da immer auch Futter ist. Also dass die nicht irgendwie im Winter wie von einer Tarantel gestochen und panisch irgendwie Futter suchen müssen, sondern dass die sich darauf verlassen können, dass da auch immer Futter drin ist. Genau, da habe ich einmal mitgenommen, hier so Sonnenblumenkerne. Ne, die sind einfach in so einem roten Vieh drin, aber das rote Vieh, das sieht man gar nicht, ne? Das rote Vieh, das, was hier drin ist, das schneide ich auf und dann fülle ich das in die Futterstation rein. Genau, das sind auch Erdnüsse mit drin. Ja. Und dann halt noch so ein ganz klassisches Wild Bird Seed Mix, also so ein Saatmix für Wildvögel. Ne? Das werde ich dann wahrscheinlich mischen. Und ja, das ist für die Vögel mit drin. So, dann habe ich hier noch Geschenkanhänger mitgenommen für Tauschpakete oder wie auch immer, dass ich da halt so Geschenkanhänger dran machen kann. Und ja, das sind ganz viele verschiedene, die man da halt so sieht. Gift Tags, wie auch immer. Ein paar sieht man da unten, ne? Genau. Von beiden Seiten. Ist mir ehrlich gesagt im Laden gar nicht aufgefallen. Ich dachte, es wären halt nur zwei Sorten. Ich habe es aber auch noch gar nicht umgedreht. Geil. Genau. Und das sind halt die anderen. Habe ich mir auch noch welche mitgenommen. Das sind 20 Stück, die da drin sind jeweils. Und das fand ich auch cool. Ne? Ja. Das finde ich schön. Oh, gleich kommen wir endlich zum Futter. Ich habe so Hunger. Bees Acadia. Das ist einfach ein Honig und der kommt mit auf die Arbeit. Da haben wir hier oben halt so ein Rausdrückvieh. Also quasi, dass du es so rausdrücken kannst und nicht mit einem Löffel rein muss oder so. Das spackt mir sonst zu sehr zu. Und vor allem ist das hier auch einer, da schraubst du halt den Deckel ab. Das finde ich auch sehr praktisch. Denn es gibt zum Beispiel, ich glaube von Langnese, diese Quetschflaschen, die halt so einen Klappdeckel haben, aber trotzdem klappt der Deckel dann immer wieder ein bisschen nach vorne und dann ist es voll verschmiert mit Honig. Das hast du hier bei diesem Teil nicht und das finde ich super, deswegen darf der mit zur Arbeit. Ich habe übrigens bemerkt, dass einige Kollegen auch Honig bei mir naschen. Ich habe es gemerkt, das steht ja auch offen in der Küche. Kommen wir zur Fresseskalation. Als erstes habe ich mitgenommen Aprikosenflammen, also ein Gebäck mit Aprikosenfüllung. Das finde ich sehr, sehr lecker, das mag ich sehr gerne. Das ist ein bisschen trocken und sollte man definitiv zusammen mit einem Kaffee oder einem Kakao trinken, weil ansonsten hast du einen Pappmaul danach. Das wollen wir alle nicht. Genau, ja, das wollte ich nur mal gesagt haben, die habe ich schon ein paar Mal geholt, die mag ich aber sehr gerne und da werde ich mir auch gleich einfach genehmigen. Die kenne ich noch gar nicht. Das ist von Patisserie ein Zebra-Cake, also ein Zebra-Kuchen. Die sahen ziemlich interessant und vor allem sahen die auch einfach mal saftig aus. Das ist für mich irgendwie so eine Kombi von Amerikaner, also diese Amerikaner, die man so kaufen kann. Und weiß ich nicht, so ein Puffelkuchen. So. Boah, geil. Mhm. Dann habe ich noch Spongies mitgenommen. Die sollen so mit so einer Cremefüllung sein. Golden Sponge Cake with Cream Filling. Ja, die sind halt immer so einzeln verpackt. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann kann man die auch schön mit zur Arbeit nehmen. Und die sehen einfach sehr fluffig aus, ne? Ja. Oh, Buttercreme oder Sahne? Mega. Voll süß, aber voll lecker. Irgendwie habe ich es auch nicht geschafft, heute am Trockenobst vorbeizugehen. Das lag wahrscheinlich dran, weil ich echt Hunger hatte, ne? Da habe ich die drei mitgenommen. Da habe ich einmal Aprikosen. Das sind diese hier. Kann man auch ganz gut mal so zwischendurch snacken, anstatt sich da irgendwie eine Tafel Schokolade zu essen, finde ich. Auch wenn sowas natürlich jetzt nicht unbedingt wenig Zucker hat auch, ne? Dann habe ich auch noch getrocknete Feigen mitgenommen. Und dann habe ich auch noch, oh ja, das finde ich auch richtig geil, Datteln mitgenommen. Oh no. Für den Nap zwischendurch. Für meinen Freund habe ich diese Strohwaffeln mitgenommen. Das sind diese Karamellwaffeln, die man halt so kennt. Daran merkt man halt wieder, dass Action ein holländischer Laden ist. Sammy, du verfressenes Stück. Der hat sein Kram aufgegessen und will jetzt mehr. Und last but not least habe ich von Rotolino mit Milchcreme. Sammy, was sagst du eigentlich dazu? Willst du mehr? Hm? Kannst du auch nicht Nein sagen, ne? Auf jeden Fall
von Rotolino mit Milchcreme-Füllung. Da sind 6 Stück in dieser Verpackung mit drin. Das scheint so ein italienischer Snack zu sein. Okay, ja, die sind so verpackt, dass man halt durch die Verpackung durchgucken kann. Hat so ein bisschen, finde ich, was, auch von der Optik her, von Yes-Törtchen, oder? Von damals kennt man die doch noch. Mit außenrum Schoki. Außenrum Schoki ist immer gut. Das schmeckt auch ein bisschen wie Yes-Törtchen. So. Das war mein Action-Haul. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu meinen ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!